Hintergrund, Mr. Eintracht hier. Meine erste Reaktion zum Spiel bei PAOK. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alles gesehen, denn ich war auf einer Comedy-Veranstaltung. Kurz, wir reden kurz vorher, bevor wir zum Spiel gehen. Auf einer Comedy-Veranstaltung von Ozan Yaran kann ich nur empfehlen. War sein Geld absolut wert. Holy shit, ich kenne ihn ja schon länger aus von Instagram. Und da er hier in Gießen war, musste ich das mitnehmen. Ich war ja am Wochenende bei Kristall. War natürlich auch lustig. Aber da kannte man halt schon vieles, weil er halt sein Programm hat. Und das hat Ozan zum Beispiel nicht. Er hat ein bisschen sein Programm, aber geht auch viel auf die Zuschauer etc. ein. Von daher ist das schon mega. Kann ich nur empfehlen. Aber in der Pause seht ihr wundervollen Müll. Ja, ich war gerade beim Späti hier in Gießen. Und vorher noch bei, sag ich mal, ein Fastfood-Restaurant, dessen Namen McDonald's ich nicht aus markenrechtlichen Gründen nennen möchte. Nein, aber in der Pause konnte ich das 1-0 sehen, was aberkannt wurde. Dann war die Show ja vorbei. Dann konnte ich das 1-1 noch sehen, während ich eine Warteschlange für ein Foto gestanden habe. Und im Endeffekt, sage ich jetzt mal genau genommen, ja, das Ding in der Nachspielzeit auch. Da war ich gerade beim dem Fastfood-Restaurant, ne? Nein, aber ehrlich, ist es nervig, so kurz vor Schluss das Ding zu kassieren. Ich meine, hey, Union kennt das, ne? Liebe Grüße an die Unioner. Aber mal ehrlich, auch das, was ich mal so zwischendurch gesehen habe, war nicht unbedingt so gut. Okay, sie haben immerhin nicht mal abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Das ist schon mal gut gewesen. Mal aus der zweiten Reihe war öfters einen Abschluss gesucht, aber trotzdem, das ist, war immer noch nichts. Ich weiß nicht, ob wir wirklich das bis wieder durchhalten sollen. Ich hoffe auf Alario, aber der kann ja international nicht spielen. In der Liga, vielleicht gegen Heidenheim, aber gegen Heidenheim muss. Meine Haare heute. Eine Besserung auf jeden Fall. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Was ist denn eure Meinung zum Spiel? Ich muss mir gleich mal die Highlights angucken, beziehungsweise mal den Ticker durchlesen und dann auch verschiedene Spielzeiten, Minuten anzeigen, mal reinzappen, gucken, was da so abgelaufen ist bei den Highlights. Aber dennoch, ja, es war klar, dass es da schwer wird. PAOK hat noch kein Spiel jetzt international gewonnen. Die haben ja die Quali-Runde durchgemacht und haben noch kein Spiel verloren. Ich glaube, 5 Siege, 3 Unentschieden oder sowas, 0 Niederlagen. Und daher wusste man, was, dass sie stark sind. PAOK generell, Griechenland ist auch immer unangenehm. Und daher, ja, ich weiß, Internet reißt sich jetzt wieder und freut sich. Ja, ist halt so, ist mir egal. Aber ich weiß ja genau, dass viele genau da auch Probleme hätten. Gerade die Vereine, oder die Fans deren Vereine, wo es am schlechtesten gerade läuft, die haben die größte Freude daran. Aber wir wissen ja, wenn man keine Freude hat, muss man sich an andere ergötzen, damit es einem vielleicht ein bisschen besser geht. Aber trotzdem, ja, 3 Punkte, 2 Spiele, wir haben alles noch selbst in der eigenen Hand, international. Von daher hoffe ich einfach, dass wir da ja die Kurve kriegen. Aber Anderlecht wird auch schwierig, gerade das letzte Spiel in Anderlecht. Wenn es da um was geht und spielt in Anderlecht in Schottland, ist tricky. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare rein und dann sehen wir uns morgen wieder. Und sage ich jetzt nochmal Arrivederci. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen ein neues Video. Das Orakel, Adler Orakel. Ne? Bis dahin und ciao.